Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Hier ist Basti und ich spiele gerade FIFA und habe gesehen, ich bin in Liga 1 übrigens aufgestiegen, im Ultimate Team Modus. Ich bin Meister in Liga 2 geworden an einem Donnerstagabend, bin jetzt in Liga 1. Das wollte ich euch nur mal kurz verkündet haben. Und das heißt, ich bin jetzt auch automatisch für die Weekend League qualifiziert. Wie geil ist das denn? Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, mich da überhaupt zu qualifizieren, weil ich einfach gar nicht die Zeit habe, um die ganzen Spiele zu machen. Egal, ich bin jetzt auf jeden Fall Liga 1. Ich habe mir ja neulich meine ganzen Spieler verkauft, mir verkauft. Und habe jetzt 319.000 Münzen. Und ich habe gerade ja gesehen, ja, es ist ja noch hier Team of the Season und irgendwelche Gedönssachen. Ich habe keine Ahnung, was gerade für Spieler draußen sind. Aber ich habe gesehen, dass es hier wunderschöne Packs gibt. 45.000, 55.000 und 125.000. 30 selten, ne? Und ich mache jetzt so ein 45.000 Pack auf. Kann man das, ist das hier? Ja. Ich mache jetzt so ein 45.000 Pack einfach mal auf hier in diesem Video und ein 55.000. Ich weiß, ihr werdet verwöhnt von anderen YouTubern, die hunderte Packs aufmachen. Ne, und hin und her, für mich ist das was ganz Besonderes, auch wenn ich jetzt nur eins oder zwei Packs aufmache, das ist für mich was ganz Besonderes, weil ich daraufhin sehr lange gespart habe und das werde ich jetzt einfach mal machen und ich habe mir gedacht, ich nehme es auch lieber mal zur Sicherheit auf, vielleicht ziehe ich ja was Geiles, wenn ich nichts Geiles ziehe, dann sieht man mal wieder, wie sehr sich das Ganze nicht lohnt, solche Packs aufzumachen. ZM, Thiago, 81 kann man sehen, von Atletico Madrid, oh Mann, da habe ich jetzt erst wieder gesehen, dass die keine Spieler sich kaufen dürfen, ne? Weil die ja so eine Sperre haben. Was haben wir hier noch? Coates Elia, der alte Bremer. Bourdieu, Shahin. Naja, also es ist halt nichts Besonderes dabei, wie man sieht. Und warte mal, wir machen das jetzt mal alles. Das kriege ich jetzt mit einem, da mache ich mal einen kleinen Cut. Also wenn ich mir gerade überlege, was ich dafür für 45.000 Münzen ausgegeben habe, die sind keine 10.000 Münzen, die sind keine 7.000 Münzen wert, die Spieler alle zusammen. Das waren gerade 40.000 Münzen, sagen wir mal 35.000 Münzen, so richtig verprasst. Einfach mal, da kriegst du nichts mehr für. Das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz von EA. Da kann ich mich echt drüber aufregen. Klar, ich ziehe halt nicht so oft ein Pack, dann ziehe ich auch nicht so oft gute Spieler, aber das ist echt. Ich mache jetzt hier mal den Ton an. Das ist eigentlich echt ein Witz, was man da rauskriegt bei den Packs. Guck, da gibst du so viel Geld aus und selbst wenn ich die nicht verkaufen wollen würde, wenn ich einfach aus den Packs, die ich ziehe, mir Spieler für meine Teams aufbauen will, da kriege ich doch nie eine gute Mannschaft zusammen. Nie! So, jetzt machen wir das 55.000er Pack auf. Da sind auch Objekte drin, aber auch 30 seltene. Und der Beste ist hier ein 83er Torwart, Consigli. Italiener, ein 83er. 55.000 Münzen, Leute. Die sind einfach mal so weg. Es ist immer so traurig. Es ist einfach nur traurig. Dafür spare ich monatelang hier Münzen. Wen haben wir denn noch? Guck mal, Bojan, Mainz 05, Chesney, Defoe, Willem, Defoe, Rabiot von PSG, Baseli, Deporte, Stark, ich spreche falsch aus, Sabitzer, war der nicht immer Silber? In der goldenen Karte, okay, kenne ich noch nicht. Zukanovic, und ich filme hier ganz billig einfach den Monitor ab, ich weiß. Ah, hier, die kann man wenigstens noch verkaufen, da kriege ich 2, 3, 4.000 für ungefähr. Mittelstürmer zum Stürmer bringt auch nichts, oder? Bringt das was? Oh, ein Dortmund-Trikot. Ja, ich habe ein Foot-Draft-Token bekommen. Ich habe neulich noch gesagt, ich ziehe so ein Ding nie. Das ist das erste Mal, dass ich den Draft-Token gezogen habe. Ist das cool? Ich löse den direkt mal ein. Kann ich da mal mitmachen? Ein Vertragsset, das ist sowas, habe ich auch noch nie gezogen. Haben wir auch noch mit hier drin. Lohnt sich aber nicht im Endeffekt. Ja, das war mein kleines Pack-Opening. Hier ist noch, ne, wie gesagt, ein Dortmund-Trikot. Und wen habe ich da doppelt? Hier irgendein Trainer habe ich doppelt. Pardieu. Und damit war es das für mein Mini-Pack-Opening. 100.000 Münzen. Puff. Und tschüss. Danke EA für nichts.